Die Geissens hausen derzeit in Dubai. Für den neuen Hausstand fehlt allerdings noch ein bisschen was an essentiellen Goodies. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, wir haben ja jetzt eine neue Wohnung, wir haben eine neue Küche. In der Küche fehlen uns Gewürze, das haben wir festgestellt die letzte Woche, weil Curryhühnchen ohne Curry funktioniert nicht, ein Paprikahuhn ohne Paprika funktioniert nicht. Und dementsprechend wollen wir jetzt mal auf den Gewürzbasar. Und wir haben gehört, dass ganz in der Nähe von da, wo wir wohnen, in der alten City von Dubai der Gewürzmarkt ist und eigentlich auch der Goldmarkt. Aber heute gehen wir nicht zum Goldmarkt, heute gehen wir zu den Gewürzen, weil die Frau soll ja kochen und nicht Gold bekommen. Da gehen wir jetzt hin. Mit meiner Familie ist es immer das Gleiche. Wir haben immer ein Ziel, wenn wir einkaufen gehen, aber am Ende werden alle immer abgelenkt. Und jetzt heute ist es Parfum. Ich mische mein eigenes. Guck mal, das riecht schon mal geil. Ja. Das ist der Base, der Base. Schweißfuß. Hast du Schnupfen? Das ist. Möchtest du riechen? Ich kann dir zeigen. Möchtest du riechen? Voll, hier, riech mal. Riech Robert, mal. Weißt du, riech selber, da. Das ist riech selber. Ja, this I like. I keep it in my... Ich liebe Parfum. Das gehört genauso wie Schuhe, Handtaschen und Sonnenbrillen. Aber auch Unterwäsche zu meinem Must-Have. Was hat er jetzt gekauft? Kannst du mal da reingehen, das kontrollieren? Ich kann ja nicht Parfüm für 4.000 kaufen. Geh in eine Parfümerie in Deutschland. Nein, 3.500 stimmt nicht. Bei Mainz halt 520. Deiner war weniger. Wait, 520? Leider haben wir in dem Parfumladen vorher nicht über Geld gesprochen. Das sollte man auf solchen Märkten definitiv im Vorfeld tun. Ey, da kann ich beim Duty Free einkaufen, das ist viel billiger. Boah. Finde ich auch. Seid ihr wahnsinnig, ja, nicht dann kaufen. Dann lassen wir das hier. Nicht kaufen, wir fahren jetzt Boot, kommt. Euro. Ihr habt jetzt genug hier rumgemacht, glaube ich, Spinne. That's too much, it's almost real price. Der günstigere Preis geht nur für die Dürfte. Ich kann mich woanders abzocken lassen. Ja, ja, this is expensive. Wird nicht gekauft haben. Das kannst du in jedem Duty Free kaufen. In dem Parfumgeschäft haben wir definitiv einen Fehler gemacht. Da hätte man auch Achtung Abzocke hinsetzen können, weil die wollten uns richtig abziehen. Die haben gesehen, was wir für Schmuck tragen und haben sich gedacht, die mache ich jetzt mal lang. Und da habe ich aber nicht mitgemacht und da blieb er hartnäckig. Lass das stehen und wir gehen jetzt bitte. Lass stehen. Ja, gib es. No, we are not allowed. No, but this is too much. Entschuldigen Sie. Mama, Mama. Was soll das? Hier lang. No way. How much you want to pay me? Carmen, ich habe keine Zeit für sowas. 3200 Euro. No. Das haben wir eben abgemacht. Er hatte utopische Preise, dann habe ich einfach meine ganze Ware dagelassen, habe mich umgedreht und bin rausgegangen. Das sind 5000 Euro. Schauen wir mal. Ja, 1000 Euro. No, grazie. No. Ich hatte schon sehr Angst, als dieser Typ uns hinterhergerannt ist. Der war sehr so pushy, also er wollte genau, dass wir es jetzt kaufen. Also es war schon sehr gruselig. Er ist uns nachgelaufen, er war so hartnäckig, dass er sogar aufs Boot mitgesprungen ist und auf die andere Seite mitgefahren ist. Also das ist schon echt dreist. Also ich fand es schon brutal gruselig, als der Mann dann uns hinterhergerannt ist und wollte uns die Sachen verkaufen, dass er uns sogar auf dem Boot verfolgt hat. Und mit uns mit dem Boot auf die andere Seite gefahren ist. Also das war schon hardcore. Also das hat schon richtig Angst gemacht und er hat nicht aufgegeben. Er wollte es die ganze Zeit weiterverkaufen. Bei solchen Märkten ziehen die dich auch in alle Geschäfte rein. Da muss man aufpassen, weil die halten alle zusammen. Und dann bei den Touristen, weißt du, dann kommen die alle. Ja. Dann bringt er ja noch seine ganzen Freunde oder so. Das ist mein finaler Preis. 500 für zwei Flaschen. Nein, nein. Hören Sie mir zu. Tja, also der ist hartnäckig. Ich will zwei für 450 Dirham. Ich bin ja froh, dass er das mit der Frau macht und nicht mit mir. Aber ich habe ja auch kein Parfüm ausgesucht. Der Typ war wirklich creepy. Also wir waren schon 15 Minuten vom Laden entfernt und er war noch immer hinter uns her. It's too much for us. Forget it. Gehen wir mit 1.000 Euro, dann kann er abhauen. 1.000 for everything. Das war auch ein bisschen außerhalb von Dubai, wo der Bazar ist. Also da sind nicht wirklich die ganzen Leute aus Dubai. Und
Ja, ich hatte schon Angst. 1000 and finish. 1500 Dirham können wir machen. No, give him 1000 cash and finish. 1000 cash. 1500. Nein, no. No. Okay, 1000 cash. Give him 1000 cash and finish. Thank you. Bye. Ja, daher habe ich zum Schluss auch einfach nur noch bezahlt, um ihn einfach loszuwerden. Ich glaube, der wäre mir bis ans Ende der Welt gefolgt. So, Kinder, was habt ihr jetzt gelernt? Ja, was wollt ihr haben? Von 4000 auf 1000. Aber ich gebe ja zu, dass das nicht normal ist. Das scheint wohl normal hier zu sein. Hi. Hey. Hi. 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 Alles. Ciao. Gut verhandeln, sage ich euch. Sonst ist die Urlaubskasse leer. Der war aber hartnäckig, ne? Und jetzt hat er immer noch, mindestens 500 verdient bei den 1000, wenn nicht noch mehr. Verdienen kann man. Man kann auch Doppelte verdienen. Aber weißt du, abziehen ist so Zehnfache. Das ist abziehen. Das ist das, wenn ihr bei euren Designern einkaufen geht, zahlt ihr auch das Zehnfache. Aber ich gebe ja zu, die geben euch dann vielleicht noch ein Glas Champagner dazu. So, ich will ja nur Gewürze kaufen. Das ist hier das Gewürzmarkt. Komm, lass uns nur Gewürze kaufen. Yes. Hier, Vanille. Oh, guck mal hier. Nicht der erste Laden. Nimm doch mal den dritten. Alles gut. Hier gibt es bestimmt Oregano. Nee. Wo ist Oregano? Ist das Oregano? Ja. Oregano? Ja. Oregano? Hast du? Ja. Das ja, Oregano brauchen wir. Was brauchen wir noch? Ja, riech mal bitte. Das ist Oregano? Oregano. Ja. Das ist die Pfefferminze, Rosmarin, das ist der Lavendel. Salbei, Orangenschale, Rosenblüte, alles Rosenblüte und Ringelblumen. Warum kannst du denn so gut Deutsch? Ich bin in der München. Ah, München, okay. München. Köln, Köln. Mach mal Oregano. Ja. Carmen, hast du denn vorher mal gefragt, was es kostet? Oder wiegt dir jetzt gleich den Oregano in Gold auf? Wir sind nur hier in Dubai, da kann doch nicht so viel teuer. Aber du bist am Bazar. Das genug? Ja, ja, mach mal so. Nein, noch eine. Ein bisschen. Ja, eine. Curry. Curry. Ich mache diese bitte. Papa, das ist Viagra. Curry, Micho. Wo ist Viagra? Wo ist Viagra? Wo steht das? Das ist sehr lecker. Viagra. Hey, wo ist das? Sag's dir, Papa. Die haben hier Sachen. Davina, Carmen, wir müssen Viagra mitnehmen hier. Das ist Viagra. Das ist Viagra hier. Frag mal, wie das geht. Ja. Wie geht das? Viagra in der Hintern oder was? Kaputt machen. Ja. Inside have one nuts. Ja. Neuse. Macht Pulver, gemischt mit Milch und Honey. Mit Milch trinken. Es kommt 15 Mal eine Nacht. Natural Viagra. Das ist ein Geschenk. Probieren. Okay, ich probiere. Aber nicht mit mir. Die Viagra-Nuss haben wir noch nicht geknackt. Die liegt immer noch da. Habe ich ganz vergessen. Ich weiß ja nicht mehr, wo die liegt. Doch, ich weiß, wo sie liegt. Die liegt neben dem Cognac. Ich habe mir gedacht, vorher trinke ich den Cognac und dann esse ich die Nuss. Und was machst du dann? Schau ich. Beschäftige mich mit mir selber oder so. Willst du mit mir spielen? Ja, ja. Haben brauchen wir nicht noch Töpfe und sowas? Ja, und doch. No. Haben die irgendwo einen ATM? Robert, wir haben mega Spaghetti-Topf, ne? Mega Spaghetti-Topf. Ja, dann nimm mit. Für nix? Ja. Okay, this one. Gut. Ja, ja. Ja. Ey, das kostet nix, das kostet 6,73. Ja, das ist der Wahnsinn. Wo kommen denn so Preise her? Ich verstehe es nicht. Hier, sowas habe ich gesucht, das haben wir nicht. Wir haben keinen Öffner. Ich gehe auf einen Gewürzmarkt und kaufe Parfum, Spaghetti-Topf und Käsereibe. Können wir bitte gehen? Hier, kann man dann vielleicht auch noch sowas? Das sieht immer am Tisch immer Nein, gut Mama, aus, wenn man sowas Mama, so macht. Mama, ich krieg hier, ich mach hier. Die Flaschen kaputt. Okay, nimm mir die ab, ich lass die fallen. Ja, okay, ich nehme sie. Das. Okay, finish. So, jetzt finito. Normalerweise sind die immer im Shoppingfieber und jetzt, wo Papa und Mama im Shoppingfieber sind, finden sie das Scheiße. Ja, Pech gehabt. Ich mach Shopping Ramadan. Meinst du, wir brauchen noch eine Geflügelschere oder so? Hör auf! Okay. Okay. Und hier vielleicht ein kleines Sieb. Oh. Guck mal, es kostet auch nichts. Hey, das kostet all nichts. Es kostet all nichts. Hör auf. Ja, ich kauf dir einen. Eins muss ich sagen. Also hätte ich gewusst, dass wir hier hinkommen, ich wäre niemals zum Friseur gegangen. Ich wäre niemals aus dem Haus heute rausgegangen. Auch. Niemals. Entweder das oder Friseur.
Aber Cousin ist eigentlich wichtig. Das wäre richtig wichtig gewesen. But not in gold, ne? Silver. Here. No, I don't need. Here, please. Das kaufe ich mir, wenn ich mir ein Kamel gekauft habe. Hier. Noch habe ich kein Kamel. Komm, wenn ich hier weiter sitze, haben die mir ja alle Schals verkauft dieser Welt. Ich habe hier. Komm hier, komm, hier. Okay, wo? Gib ihm das, das soll er da hin. Wo? Wo denn? Hier. Ey, kann hier nicht nochmal hin. Wenn Mama hier irgendwas vergessen hat, gibt's Ärger, ne? Ich komme hier nicht nochmal hin. Interessiert mich ein Scheiß, ich gehe da nicht nochmal rein. Ich gehe jetzt nach Hause. Okay, wo gehen wir hin? Du gehst Uber holen, tschüss. Musst du jetzt noch was holen, Kam? Nee, was musst du jetzt noch holen? Go! Dann geh doch! Pack mich nicht an, ich glaube, dann geh doch, ich hab keinen Bock mehr. Sie braucht dann dieses... Dann aber ein paar auf die Ohren, ne? Das, was zu ist, um warm zu halten, brauchst du das? Ja. Okay, dann geh's holen. Hol. Mein Gott, ich krieg einen Aussetzer. Ich geh nie mehr wieder hier. Siehst du? Nie mehr wieder. Kein Geld der Welt. Ich mag es nicht, von so verkaufen verfolgt zu werden. Das ist unheimlich. Kann ich bitte, du hast Internet, ich muss hier raus. Nein, ich muss nur sagen, ich muss nur meinen Julia sagen, dass es... Schnell, wo kriege ich jetzt damit Internet her? Damit sie weiß, wo mein letzter Standort war. Wo kriege ich Internet her? Ich muss hier raus, Schnell, bitte. Ich haue jemanden, jeden Moment. Das Internet hier ist sehr, sehr schwach. Schnell, ich haue jemanden. Papa, ich haue wirklich jemanden. Ich werde richtig aggressiv hier. Ich schlag dich oder jemand anderen hier, jeden Moment. Du bist jetzt ruhig und benimm dich jetzt, sonst kriegst du von dir K.O. Ist mir scheißegal. Mama, kauft das hier und dann gehen wir, okay? Ich habe wirklich keinen Bock mehr auf den Scheiß. Wo ist das Auto? Boah, ich fange an zu weinen. Ich hasse sowas. Okay, möchtest du mit ihm schon mal vorgehen? Ich möchte einfach ein Uber nach Hause. Ich will hier weg. Aber ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ich hasse sowas. Die ist doch jetzt fertig. Ich kann schon ein bisschen verstehen, wieso der Wiener ein bisschen Panik hatte beim Bazar. Weil der Typ uns kommt so von einer Seite bis zur anderen gefolgt hat. Aber ein bisschen überreagiert hat sie auch. Weil die wollen halt nur... so halt die Produkte verkaufen.